Heute spielen wir Sims 4, aber jeder Raum hat eine andere Farbe. Hier haben wir unser Glücksrad der Farben und hier das leere Haus, das gleich eingerichtet wird. Und wir beginnen gleich mit Raum 1, der Terrasse. Unsere erste Farbe ist gelb. Ich scheitere einfach schon an der Terrasse. Ich finde keine Dekoration, die nur gelb ist. Ich habe was gefunden, der halbherzige Fußabtreter. Das ist so viel schwerer, als ich gedacht habe. Und ich bin erst bei Raum 1. Wir könnten hier einen Griller hinstellen. Der ist halt aber auch nicht ganz gelb. Aber zum Großteil gelb. Das zählt dann schon, oder? Falls ich gerade unbewusst gegen die Regeln verstoße, bitte lasst es mich wissen. Dann haben wir jetzt hier noch diese Sonnenliege und neben dem Griller noch zwei Stühle. Und ich bin ganz ehrlich, es ist mir jetzt schon viel zu gelb. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wir brauchen eine gelbe Tür und gelbe Fenster. Gibt es da irgendwas, das ganz gelb ist? Diese Tür, aber ich weigere mich, diese Tür zu benutzen. Ich nehme jetzt einfach diese Tür, auch wenn da weiß dabei ist, aber es tut mir sehr leid, ich kann mit der Tür einfach nicht leben. Und muss ich jetzt auch die Tapete gelb machen? Wow. Das ist wild. Ich sag's, wie es ist. Ich bin über diese Challenge jetzt gar nicht mehr so happy. Oh. Und gelbe Stufen. Und ein gelber Boden. Oh mein Gott, es sieht so schrecklich aus. Und dabei haben wir noch nicht mal einen gelben Zaun. Wow, ist das toll. Und jetzt haben wir auch noch einen gelben Zaun, ein gelbes Geländer und auch die Fassade ist so gelb wie möglich. Weiter geht es mit diesem Eingangsbereich hier. Und dieser wird dunkelbraun. Beginnen wir mal mit einer klassischen dunkelbraunen Tapete. Schon das sieht echt grässlich aus. Und einem klassischen dunkelbraunen Boden. Dann brauchen wir natürlich eine Garderobe. Dann möchte ich einen Teppich. Und Licht darf ich natürlich nicht vergessen. Hier beim Eingangsbereich werde ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Aber hier würde ich gerne ein Sofa hinstellen und einen Fernseher oder so irgendetwas. Sofa ist schon mal gar kein Problem. Dann nehme ich einfach das hier. Dann noch diesen Tisch. Und da möchte ich jetzt einen Fernseher raufstellen. Wobei, gibt es überhaupt einen braunen Fernseher? Der wäre braun. Aber halt auch ein bisschen groß. Machen wir ihn mal kleiner. Ich meine, ist trotzdem ein bisschen weiß und schwarz dabei, aber ist besser, oder? Und da haben wir jetzt auch sogar ein bisschen Deko. Dann nehmen wir hier noch diesen Spiegel und darunter stellen wir noch eine Kommode. Für Kommoden ist braun wirklich die perfekte Farbe. Ich meine, die meisten haben auch was anderes dabei, aber ich glaube, die hier geht schon. Und hier in die Ecke stellen wir einfach noch diesen Spiegel. Es kann nie genug Spiegel geben. Und außerdem habe ich sonst keine Ahnung, was ich noch in diesen seltsamen Raum stellen könnte. Weiter geht es mit diesem kleinen Raum. Das wird ein Badezimmer. Und zwar ein rotes Badezimmer. Damit kann ich arbeiten. Erstmal brauchen wir natürlich eine super fancy Lampe. Dann brauchen wir noch Fliesen am Boden und natürlich auch an der Wand. Das sind einfach schon jetzt so verschiedene Rottöne. Ich sag's euch, wie es ist. Alle, die hier zu viel Zeit in diesem Badezimmer verbringen, werden ganz sicher aggressiv. Es gibt keine rote Toilette. Dann muss ich das WC wohl woanders machen und dafür gibt es dann hier eine Badewanne. Und ein roter Spiegel. Ich möchte auch noch einen Teppich. Den will ich. Dann noch Vorhänge, damit niemand reinschauen kann. Hier haben wir ein Handtuch. Dann brauchen wir natürlich noch einen Seifenspender. Und Kerzen wären doch auch süß. Die stelle ich hier neben der Badewanne einfach auf den Boden. Für die romantische Stimmung. Und somit ist das Badezimmer fertig. Weiter geht es hier mit der Küche. Und die Küche wird pink. Okay. Rosa Lampen, rosa Boden. Oh mein Gott, das sieht schon jetzt so schrecklich aus. Und ich mag rosa eigentlich. Yay, Küchentheken. Es sieht so großartig aus. Ich liebe alles daran. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen rosa Kühlschrank. Und einen rosa Backofen. Und rosa Theken für oben. Wow, wow, wow. Dann haben wir noch ein Waschbecken. Es gibt sogar eine rosa Mikrowelle. Und einen rosa Mülleimer gibt es natürlich auch.
Und hier hinten machen wir noch eine kleine Essecke. Es gibt leider keinen pinken Esstisch, deshalb müssen wir mit so Wohnzimmertischen arbeiten. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung. Und unsere pinke Essecke ist fertig. Mit dieser seltsamen Statue. Bitte fragt mich nicht, warum. Und hier hinten haben wir jetzt auch noch eine Kommode, einen Wecker und jede Menge Dekoration. Und damit sind wir auch mit der Küche fertig. Lasst mir übrigens auch gerne in den Kommentaren da, welcher Raum euch am besten gefällt oder ob ihr alle so kacke findet wie ich. Und als nächstes widmen wir uns diesem Raum. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Farbe zu einem WC passt. Schwarz. Als erstes ein Licht. Dann schwarze Fliesen am Boden. Das sieht schon jetzt einfach so cool aus. Falls ich mir mal ein Haus baue, dann möchte ich ein WC, das komplett schwarz ist. Dann brauchen wir natürlich eine schwarze Toilette, ein Waschbecken. Und da darf natürlich ein Spiegel nicht fehlen. Dann brauchen wir noch ein Handtuch. Nehmen wir am besten einfach das hier. Und natürlich auch eine Klopapierrolle. Da ist jetzt noch ein kleiner Beistelltisch mit Duftkerzen und jede Menge Pflegeprodukte. Und dann sind wir auch mit dem WC fertig. Weiter geht es mit diesem Raum. Das wird das Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer wird ganz in Blau. Beginnen wir hier am besten gleich mal mit dem Bett und schauen, welche Auswahl wir überhaupt haben. Und weiter geht es mit einer schönen Lampe. Nehmen wir einfach die, die ist sehr gemütlich. Ich werde das Bett aber hier an den Rand stellen. Und dann brauchen wir natürlich noch blauen Boden. Den finde ich sehr schön. Das finde ich bis jetzt eigentlich schon richtig schön. Bei dieser Farbe haben wir den Vorteil, dass sich die Blautöne gut miteinander kombinieren lassen können. Wie wir vorhin gesehen haben, bei Rot sieht das zum Beispiel schon ganz anders aus. Gibt es zur Abwechslung vielleicht sogar Vorhänge? Oh mein Gott, es gibt sogar Vorhänge, die passen. Und es gibt sogar ein rein blaues Gemälde. Und das Schlafzimmer ist fertig. Dieser letzte Raum wird, denke ich, ein Büro werden. Aber das hängt natürlich von der Farbe ab. Orange? Das wird spannend. Da hätten wir mal diesen tollen Schreibtisch hier. Und dazu gibt es diesen tollen Sessel mit diesem Boden und dieser Tapete. Es sieht schon jetzt so schrecklich aus. Dann nehmen wir diese Lampe hier. Im Licht sieht es definitiv nicht besser aus. Und wenn wir jetzt noch dieses Bücherregal nehmen, dann passt wirklich nichts zusammen. Der Teppich ist auch wild. Aber bei dem Raum ist eigentlich eh schon alles egal. Ein Basketball ist orange. Und diese Wolle. Da gibt es eine ganz orange Stehlampe. Sie heißt Königlicher Läufer. Und sie steht jetzt hier in diesem Eck. Irgendwie wird dieser Raum immer schlimmer. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde nichts mehr. Deshalb ist das Büro jetzt fertig. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welcher Raum gefällt dir am besten und welcher am schlechtesten. Die Terrasse. Das Vorzimmer, das rote Badezimmer, die rosa Küche, das WC, das Schlafzimmer oder das Büro. Heute spielen wir Sims 4.